Ich habe mich gefreut, als ich da den Titel geschrieben habe, weil wir haben im Deutschen ja diese schönen, langen, zusammengesetzten Worte, Projektfortschrittsbericht. Und dann bin ich jetzt der Projektfortschrittsberichtssprecher oder sowas. Ich möchte über das Aufschlüsseln von Stacks und Speicher sprechen. Im Prinzip schließe ich an das an, auch was Jörg formuliert hat. Denn wir haben da natürlich auch im Vorfeld diskutiert und ich habe gerade gesehen, vor 2 Jahren haben wir irgendwie über diese Stack-Dinge das erste Mal geredet. Ich will ein bisschen was erzählen, was Forth die neue Synthese überhaupt ist. Was machen wir in diesem Projekt? Das mache ich mit Andrew Reed seit einer ganzen Weile. Wir gucken uns Forth-Implementierung, Forth-Systeme, Forth-Nachrichten, alles, was wir so kriegen können, neue Ideen an und versuchen, da das Ganze zu verstehen. Und das machen wir folgendermaßen, dass wir nämlich loslaufen und nehmen die Dinge, die wir da sehen, auseinander. Das habe ich damals, als ich klein war, auch gemacht mit einem großen Wecker. Wollte ich wissen, wie der funktioniert und habe ich gesehen, oh, hinten sind ja irgendwelche Schrauben, die kann man lösen und habe die dann aufgemacht und dann auseinandergebaut, nochmal neue Schrauben geguckt und gezogen und auf einmal hat es gemacht und dann war irgendwie klar, ups, der Wecker ist wohl kaputt. Und sowas wollen wir hier auch machen. Wir machen die Forth-Systeme kaputt, wir nehmen sie auseinander, zerlegen sie in ihre Bestandteile, in der Hoffnung, dass nachdem wir das dann gemacht haben, wir sie wieder zusammensetzen können und was Tolles Neues dabei rauskommt. Und ich möchte ein bisschen motivieren, dass das, was Jörg gemacht hat, auch genau in diese Richtung geht, ohne dass wir da tatsächlich methodisch oder irgendwas vorher geredet haben. Nachdem ich gehört habe, was er gemacht hat, habe ich gesehen, das ist eigentlich das, was wir da so tun. Ich habe mich in der letzten Zeit in dieser Hinsicht mit Ein- und Ausgabe beschäftigt, Emit und Key und alles, was da dran hängt, Kommandozeilen editieren oder auch File-Ein- und Ausgabe oder ähnliches. Nee, insbesondere in so einem Kontext von Embedded Control, also viel darüber nachgedacht und angeguckt, was haben wir für unterschiedliche Systeme, die Host und Ziel. Host und Ziel steht hier immer noch, Target heißt das natürlich, miteinander in Beziehung setzen. Ne? Und ich habe geguckt, wie geht denn das eigentlich, dass wir Befehle zwischen Host und Target schicken, etwas, was das Forth-System von Jörg auch tut. Unter anderem eine Separation von Autointerpreter und Dictionary eben tatsächlich hinbekommen kann. Und da gibt es eben ganz unterschiedliche Dinge von virtuellen Blocks, die über Standard-Ein-Ausgabe getunnelt werden, bis zu eben ja, Terminal-Sequenzen, die dann Statuszeile und ähnliches ermöglichen. Gut. Dann habe ich mich mit Screens auseinandergesetzt. Ich habe gesehen, in der Forth-Tagung in Frankfurt, ich weiß nicht, das muss in den 1980er Jahren gewesen sein, habe ich auch schon mal was über Screens erzählt. Und dann ist eben letztendlich die Frage, wir kennen die als Blocks, 1 Kilobyte, 16 Zeilen mit 64 Zeichen, aber müssen Screens denn eigentlich so sein oder können wir nicht das, was Screens ausmacht, können wir das nicht auch in anderer Form haben? Ich habe eben damals schon und jetzt eben auch ein File-Format, das ich immer wieder verwende, sind Form-Feed separierte Files. Also da gibt es einen Page-Break, der zwischen den Zeilen als Sonderzeichen steht und dann können Zeilen in solchen Screens einfach beliebig lang sein. Man kann auch beliebig viele Zeilen haben. Das befreit einen so ein bisschen von dem Druck, den die Blocks normalerweise haben. Und man kann seine sein Source Code wieder so seitenweise strukturieren, was ich persönlich sehr angenehm finde. Und das heißt, dieses klassische Interface mit B auf den vorigen Screen, mit N auf den nächsten, mit L den aktuellen Screen anzeigen, List und Load und True und Index und all diese Dinge funktionieren dann wie klassisch und man hat aber strukturierte Source-Files. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Und meine Erfahrung ist, wenn ich Source-Files habe, dann mache ich da so sonst so Kommentare rein und sage, dies ist der Abschnitt so und so, dies ist der Abschnitt so und so. Und da helfen einem Screens und diese Art und Weise, Source Code zu strukturieren, eigentlich ganz gut. Ja, das ist dann anders als andere Programmiersprachen das machen, aber es ist eben von Vorteil. Aktuelle Arbeiten in dem Projekt sind, dass ich mit Unicode ein bisschen rumspiele, schaue, wofür man das brauchen kann. Denn viele Forth-Systeme haben die Möglichkeit, dass sie ja, Unicode-Namen tatsächlich bearbeiten können, obwohl die dafür nie entwickelt worden sind, weil sie nämlich einfach Bytes in die
in die Namen übernehmen und die Forcenamen auch bei zusammensetzen. Und wenn ich dann UTF-8 als Codierung habe und ein Terminal, das das geeignet interpretiert, ja, dann kriege ich auch Unicode-Zeichen dort zu sehen. Sehen wir gleich ein bisschen. Und dann wollte ich eben gucken, ja, Stacks, was ist da eigentlich los mit dem Stack und was ist mit dem Return-Stack und dem Datenstack? Wie werden die eigentlich wirklich in Force verwendet? Na, das lernt man im, ja klar, da kann man Zahlen drauf tun, Taschenrechnerfunktionen und ähnliches. Und erst später lernt man, ah ja, Kontrollstrukturinformationen sind auch auf dem Stack und ähnliches. Also da gucken wir gleich nochmal hin und das ist auch das, was Jörg letztendlich für den Return-Stack gemacht hat. Und da kann man auch den Speicher aufschlüsseln. So, und das gucken wir uns auch an. Ich will mal schauen, rumspielen mit Unicode. Also ich habe die Möglichkeit eben in vielen Force-Systemen Unicode-Namen für meine Worte zu verwenden. Und dann kann ich mal schauen. Ich habe dann einfach mal Emojis angeguckt und in die Unicode-Zeichen reingeguckt, wo man da so wildern kann. Und Pfeile sind zum Beispiel ganz nützlich. Sowas kann ich machen. Also ich könnte Tor zum Beispiel, statt Tor hinzuschreiben, könnte ich so einen Rechtspfeil da machen. Und dann kann ich sowas schreiben wie 5 Value X, 42 nach X. XMit zum Beispiel gibt mir einen Stern aus oder ähnliches. Und dann kann ich das, was so klassisch durch ASCII repräsentiert ist, das kann ich dann natürlich auch mit einem Pfeil machen. S2D oder ein Halb vielleicht oder ähnliches. ToBody könnte auch so einen Pfeil haben. Okay, griechische Buchstaben sind sehr nützlich, weil viele Dinge, die man vielleicht so in der Technik macht, und die haben traditionell griechische Namen. Delta T ist da so ein typisches Ding. Und dann kann ich ja ein bisschen sprechendere Namen noch machen. Delta T, Millisekunden warten zum Beispiel. Oder traditionell ist es so, dass wir Sequenzen von Symbolen schreiben, wo wir eigentlich kompliziertere Symbole meinen. Kleiner gleich ist natürlich nicht das mathematische Symbol, was wir haben wollen, sondern da gibt es ja ein Symbol für. Also das heißt, wir könnten den kleiner gleich Operator auch mit dem kleiner gleich Unicode-Symbol schreiben. Und dann schreibe ich eben x10 kleiner gleich. So. Als Purist hat man kleiner gleich sowieso nicht, sondern man schreibt dann eben sowieso was anderes dahin und macht dann da, was weiß ich, kleiner Swap, kleiner Not oder sowas. Aber sei es drum. Oder ungleich. Ne? Also das kann man ja überlegen. Emojis sind sowieso süß, seitdem ich angefangen habe, dass mein Force-System nicht nur okay sagt, um mich zu bekräftigen, sondern auch noch ein Smiley dahinter zu machen, programmiere ich gerade noch mal so gerne Force. So, und was kann ich dann machen? Ich könnte Kontrollstrukturen versuchen, irgendwie auch durch Symbole auszudrücken. Ich sage ja, spielen mit Unicode. Ne? Und dann kann ich sowas wie ein Case zum Beispiel so schreiben. Ne? Case und Endcase sind halt diese Haken und dann habe ich die Dreiecke, die mir eben Off und End Off machen. Ah, okay, ich blätter schnell weiter, weil das kann jeder sich überlegen, ob er das will. Aufschlüsseln der Stacks. Die Idee ist eben, ne? In der Synthese, Force, die neue Synthese. Wir gucken uns an, was machen die Stacks eigentlich und versuchen die in ihre Einzelteile zu zerlegen und dann wieder zusammenzusetzen. Und da, als ich da über die Stacks und Return Stack nachgedacht habe, habe ich eben gesehen, die werden ja für ganz unterschiedliche Dinge zu verschiedenen Zeiten verwendet. Also der Datenstack wird natürlich verwendet, um darauf Parameter hin und her zu schieben und der Return Stack für Rückkehradressen. Das fällt einem Uli, sofort nimmst ein. du Live-Fragen an? Oder lieber Ja, nachher? klar, noch Live-Fragen Eine gerne. Frage aus dem Chat war nämlich, wie du die Unicodes eingibst. Würde mich auch interessieren, wie man das pragmatisch eingibt. Ich weiß nicht, ob man oben meine Menüleiste beim Mac sieht. Ja, es Jetzt geht hier. so. Genau, guck mal, ich kann dann nämlich einfach sagen, ich klicke auf Deutsch und dann sage ich Emoji und Symbole ein. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht. Ja, sehen wir. Ja, dann gibt es da sowas. Und dann habe ich hier so ein Suchfeld. Also ich möchte einen Rechtspfeil eingeben. Dann sage ich Right Arrow vielleicht. Jo, und da habe ich dann meine Pfeile. Und wenn ich den eingeben will, dann mache ich hier einen Doppelklick. Und dann wandert er in welches immer Fenster da irgendwie offen ist. Und das magst du ja Nachdem ich nicht die dann jedes da Mal so machen, habe, oder? Das magst du ja nicht jedes Mal so kompliziert machen, oder? Nee, nachdem ich das dann habe, mache ich mit Copy und Paste in dem Text. Alles klar. Okay, Ja. vielen Dank für die Antwort. Ich Zum habe Raussuchen, ja. da eine einfachere Methode. Da gibt es den Compose Key. Den muss man sich eventuell noch irgendwo hinlegen, weil der nicht auf dem normalen Keyboard noch nicht drauf ist. Zum Beispiel auf Caps Lock, was man nie braucht. Und mit dem Compose Key, mit dem entsprechenden Compose Map, je nach System,
Bei Windows braucht man ein extra Programm, bei Mac und Linux geht es so. Kann man dann zum Beispiel den Pfeil nach rechts durch Compose minus größer oder das Ungleich durch Compose slash gleich zeigen. Ja, super, dann haben wir gleich zwei Antwortmöglichkeiten. Okay, vielen Dank dafür. Das werde ich auch gerne ausprobieren. Das ist ja super. Das funktioniert sehr gut. Also gerade für diese einfachen Sachen, die du verwendest, kann man das verwenden. Mhm. Ist okay. Gut. Also probier das mal aus. Ja, alles danke. Klar. Uli, mach weiter, damit die Zeit. Genau, also Datenstack und Returnstack auseinander und die werden pflücken. So. Und die werden eben für unterschiedliche Dinge gebraucht. Datenstack wird zum Beispiel auch während der Übersetzungszeit bei vielen Systemen verwendet, um Kontrollstrukturinformationen abzulegen. Adressen von noch nicht aufgelösten Vorwärtssprüngen zum Beispiel oder ähnliches. Oder der Returnstack, das haben wir gerade im Vortrag von Jörg gehört, wird eben auch für Schleifenparameter verwendet oder für lokale Variablen oder ähnliches. Ja? Und diese unterschiedlichen Einsatzzwecke zu unterschiedlichen Zeiten, die wollen wir eben auseinanderpflücken. Ne? Und ich habe hier mal eine Tabelle, da kann man das vielleicht noch sehen. Während der Interpretation, während der Übersetzung und während des Ausführens der Programme werden Datenstack und Returnstack auf unterschiedliche Weise verwendet. Nicht nur ein einziger Einsatzzweck, sondern viele, die in dem Vorsystem so total ineinander verwoben sind, sehr fein abgestimmt, damit das irgendwie okay ist, aber eventuell eben auch Einschränkungen mit sich bringen. Ne? Und ich kann unterschiedliche Daten übertragen, Zeichen oder Floating Point, wenn ich Floating Point Zahlen auf dem Datenstack habe, Adressen übertrage ich da und ähnliches. Und während der Übersetzung habe ich auf dem Datenstack eben Kontrollflow-Informationen, Compiler Security, von dem Jörg auch schon gesprochen hat, oder was Matthias Koch gemacht hat, Konstantenverhaltung kann auf dem Datenstack eben während der Übersetzungszeit stattfinden. Der steht ja sonst so zur Verfügung. Ne? Das ist irgendwie das Schöne. So, und beim Returnstack ist es eben so, dass der, während ich interpretiere, dann hat der die Rückkehradressen von dem Outer Interpreter da in der Verwaltung, dann kann ich den nicht gut benutzen. Es gibt auch Systeme, da kann ich den Returnstack interaktiv benutzen, weil die benutzen eigentlich intern einen anderen Stack. Wenn ich übersetze, dann ist das auch so, dass da für den Compiler die Rückkehradressen dann eben liegen. Aber zur Ausführungszeit passiert eben jede Menge. Lokale Variablen, Exception Frames, Schleifenparameter, temporärer Speicher, Rückkehradressen unter anderem. Das Problem ist, weil das ein Stack ist, darf ich die nicht beliebig mit durcheinander mischen, sondern ich muss das sehr geordnet machen. Das heißt, wenn ich temporären Speicher benutze, muss ich TOR und AFROM balancieren, zum Beispiel innerhalb einer Schleife, damit das nicht mit den Schleifenparametern in Kollision gerät. So, wenn wir die Stacks jetzt aufbrechen, heißt das eben, wir gucken uns die isoliert an. Und die Idee ist, die Interferenzen, die wir da so haben, die muss man versuchen, eben loszuwerden oder zu erkennen, was da los ist. Die führen nämlich zu Einschränkungen. Also ich kann nämlich zum Beispiel nicht einfach eine Zahl auf den Stack legen, eine Kolon-Definition anfangen und dann einfach literal schreiben. Ja, da liegt ja die Zahl auf dem Stack. Nein, nein, Kolon legt ja eventuell oder Kontrollstrukturen legen ja eventuell Informationen auf den Datenstack. Dann ist die Zahl, die da ursprünglich mal gewesen ist, die steht gar nicht mehr zur Verfügung. Also das ist schwierig. Compiler Security und Parameterübergabe geraten eventuell in Kollision. TOR und AFROM in Schleifen über Schleifengrenzen hinweg oder unbalanciert in einer Definition funktioniert eben auch alles nicht. Und da gibt es bestimmte Regeln, denen ich folgen muss, damit das eben vernünftig synchronisiert wird, diese unterschiedlichen Benutzungen. Oder ich muss spezielle Stack-Operatoren haben, wenn ich Daten habe, die mehr als ein Stack-Element haben, wie fdup, fswap, arbeitet vielleicht auf Paaren von Zellen auf dem Stack, weil meine Floating-Point-Repräsentation immer zwei Zellen braucht. Ja. Gut, was mache ich? Zumindest konzeptuell fange ich an und überlege mir für jede dieser Einsatzzwecke nehme ich einen eigenen Stack. Ne? Also ich habe einen eigenen Stack für Parameter. Das ist mein klassischer Datenstack jetzt. Ne? Ich habe einen eigenen Stack für Floating Points. Oh, das ist das, was in der Standardisierung gegangen wird und in Force 20X haben wir das tatsächlich auch festgelegt.
dass Floating-Point-Zahlen nicht auf dem Datenstack liegen, sondern auf einem eigenen Stack. Ich könnte einen eigenen Kontrollstack haben, um Kontrollstrukturen zu realisieren, der nicht der Datenstack ist, und schwuppdiwupp kann ich Daten in Colon-Definitionen hineinbringen und kann die damit literell verarbeiten oder ähnliches, wo heute in 94er Standard oder 2000X Standard eben viel Aufwand zu treiben ist. Ich muss das Ding erstmal auf dem Return-Stack zwischenlagern und dann kann ich es runterholen, wenn ich es brauche oder ähnliches. Oder ich habe einen eigenen Objekt-Stack, da gibt es objektorientierte Implementierungen, die das genauso machen. Da habe ich dann Referenzen auf meine Datenstrukturen oder auf die Objekte. Über den Return-Stack hat Jörg ziemlich viel erzählt. Ja, ich könnte konzeptuell da eigene Stacks aufbauen für die Rückkehradressen, für die temporären Daten, also das, was to-r, r-from oder r-allot vielleicht macht, für Schleifenparameter einen eigenen Stack, dann für die Ausnahmebehandlung einen eigenen Stack oder lokale Variablen. Konzeptuell, ja, und das, was bei Jörg jetzt passiert ist, ne, ist, dass er die Sachen konzeptuell unterschieden hat und dann wieder zusammengefaltet hat in einen Stack, aber sie taggt. Und damit kann ich sehr wohl unterscheiden, welches sind die Return-Adressen, die auf dem Stack liegen, und welches sind die lokalen Variablen, die da sind. Ne? Also die Synthese in dem, was wir in Force the New Synthesis, in der neuen Synthese denken, ist eben, kombiniere doch jetzt die Dinge, die du zerlegt hast, wieder in geeigneter Weise. Also die ganzen Return-Stack-Implementierungen, die eigentlich separierte Stacks wären, die kombinieren wir jetzt wieder und wir trennen die konzeptuell dadurch, dass wir die mit Tags versehen. So, ne, das ist das, was Jörg uns gerade erzählt hat. Und hier ist der, die WhatsApp-Nachricht, die Jörg mir geschickt hat, oder das Bild in der WhatsApp-Nachricht, die er mir geschickt hat. Guck mal hier, ich habe hier so Force-Definitionen und guck doch mal, was du davon hältst. Ne? Und ja, da habe ich natürlich gesagt, jo, hier, das ist komisch, das ist komisch. Ne? Und insbesondere wird hier eben Field definiert, was 5.1 Do Carriage Return Inner Loop sagt. Und Inner sagt eben IJ mal RFetch mal plus RFetch. Wo kommt das denn jetzt her? Ach, das ist vielleicht das, was hier auf dem Return Stack getan ist. Könnte man sich so meinen, aber nicht in der klassischen Implementierung, wo die Schleifenparameter im Weg sind und ähnliches. Und ja, wenn man das macht, ne, hat er mir dann auch gezeigt, wenn ich Field mache, dann kommt da eben das raus, was man so vielleicht erwarten würde, naiv. Und wenn man X macht, was hier irgendwie auch mal einfach so ein Exit macht, ne, ist das eigentlich richtig? Zwei Exit? Weiß ich jetzt nicht. Muss Jörg vielleicht hinterher erzählen, was es ist. Dann wird das auch verlassen. Und es crasht insbesondere nicht, sondern es gibt uns irgendwelche Werte raus. Okay, also das ist Return Stack auseinandernehmen und wieder zusammensetzen, kommt vielleicht so ein getaggter Return Stack raus. Puh. Dann möchte ich was erzählen über das Aufschlüsseln des Speichers. Und da habe ich viel drüber nachgedacht, wie ist das eigentlich mit REM-System und REM-ROM-System. Denn das ist etwas, worüber, sagen wir mal, die Übereinkunft und der Standard eigentlich ziemlich wenig sagen, nee, gar nichts sagen. Die gehen eigentlich davon aus, dass Speicher, den ich verwende, ich immer auch beschreiben kann mit Store und auch lesen kann mit Fetch. Und dann ist es so. Und das heißt, wenn ich keine RAM-ROM-Trennung habe, dann muss ich davon ausgehen, dass alles im RAM ist und alle Operatoren, die jetzt Speicher im Dictionary machen, allot und Komma und C-Komma und hier, die arbeiten alle auf dem Bereich. Ich weiß, es gibt eine große Diskussion um Memory Regions, wo man das dann umschalten kann oder ähnliches. Das habe ich im Kopf noch nicht zu Ende nachgedacht, wie das alles zusammengeht. Im Sinne von ROM und RAM hätten wir dann zumindest zwei Regions, nämlich eine ROM-Region, die man nur lesen und nicht schreiben kann oder nur initialisieren und danach dann lesen kann, aber eben nicht beliebig während der Laufzeit lesen und schreiben kann. Und wenn ich dann also so eine Trennung habe, achso, vielleicht muss ich hier noch sagen, wenn ich eine Datenstruktur in den Speicher lege hier oben, dann ist die im RAM und alle Zellen dieser Datenstruktur, die sind eben tatsächlich les- und schreibbar. Und wenn ich da so eine Definition mache mit create das, dann habe ich den create-Teil, der legt diese Struktur hier an und das das liefert mir hier den ersten, die Anfangsadresse des, der ersten Zelle und dann kann ich da drin rumschreiben oder lesen und so weiter. Wenn ich ein ROM-REM-System habe, dann gibt es eben ROM-Bereich, Flash vielleicht, den kann ich initialisieren, wenn ich das Flash programmiere, den kann ich danach aber nicht mehr ändern. Und wenn ich eine Datenstruktur in so einem System habe,
dann möchte ich gerne natürlich die Anfangsadresse des bearbeitbaren Speichers gerne bekommen. Aber der muss im bearbeitbaren Speicher, der darf eben nicht im ROM sein, weil sonst darf ich ja nicht ändern. Und deswegen habe ich typischerweise so eine Indirektion. Das heißt, in meiner Datenstruktur habe ich ein nicht beschreibbares Feld, nur initialisierbares Feld, das eine Referenz enthält auf den modifizierbaren Speicher. Und da gibt es natürlich viele Überlegungen und wir haben so viele Vorsysteme, alle machen es irgendwie anders, aber in den Diskussionen, die ich mit Willem Overkerk geführt habe, hat sich eigentlich herausgestellt, es ist ganz gut, so eine Aufteilung zu haben, dass man nämlich sagt, hier und a lot sind solche Dinge, die RAM-Speicher ansprechen. Insbesondere bei a lot weiß ich ja nicht, da wird nichts initialisiert, da wird nur Speicher reserviert. Und ROM sprechen wir mit Komma und C-Komma an. Und trotzdem braucht man natürlich irgendwo vielleicht die Stelle, wo gerade mit Komma und C-Komma initialisierter Speicherplatz angelegt wird. Deswegen gibt es hier ein C hier, Code hier, weil in dem NoForce beispielsweise heißt das auch Code Space und Data Space. So. Gut, was heißt das jetzt für Programme, die standardisieren? Das ist, glaube ich, auch schon meine fast letzte Folie. Ich möchte eigentlich gerne Standardprogramme so schreiben, wenn das für mich wichtig ist, als wenn eine ROM-REM-Trennung da wäre. Und das heißt, ich mache nicht einfach nur create a lot, wenn ich zum Beispiel einen Buffer erzeugen möchte, der U Address Units hat, ne? Dann würde ich eben nicht 10 Cells Buffer so und so sagen. Denn das würde nur funktionieren, wenn eben der allozierte Bereich eben ganz und gar im REM ist. Stattdessen würde ich eben diese ROM-REM-Trennung wieder konzeptuell im Kopf machen und würde meine Standardprogramme so schreiben, als wenn es so eine ROM-REM-Trennung gibt. Und ich blätter nochmal zurück. Das heißt also, ich würde so eine Struktur wie diese hier mit einem Feld, das eine Indirektion hat und eine Referenz auf den Anfang des beschreibbaren Speichers hat, machen. In einem reinen REM-System ist das auch eine beschreibbare und änderbare Zelle, aber in einem REM-ROM-System ist das eben initialisierter Speicher. Und das heißt, in dem Moment, wo ich gerne Programme schreiben möchte, die auf REM-Only-Systemen laufen und auch auf REM-ROM-Systemen, die ansonsten standardgemäß sind, würde ich eben Defining Words in dieser Weise machen, dass ich erst den RAM-Bereich anlege und mir die Anfangsadresse dieses RAM-Bereichs besorge. Das mache ich also hier mit hier swap a lot, swap holt das U nach oben. Und dann habe ich auf dem Stack die Anfangsadresse des RAMs und die lege ich dann in meinen Bereich. A lot arbeitet nach dieser Vorstellung im RAM und hier ist auch im RAM und Komma arbeitet aber im ROM und legt die Anfangsadresse ins Dictionary. Und mein Buffer selber muss dann natürlich die entsprechende Referenz auflösen, damit ich die Anfangsadresse des Puffers im RAM dann eben tatsächlich bekomme. Und wenn ich das im Kopf mache und die so hinschreibe, dann laden die auf einem ganz normalen System und funktionieren, haben bloß diese zusätzliche Indirektion, also auf einem RAM-Only-System. Und sie funktionieren aber auch ohne Änderung auf einem REM-ROM-System. Und was ich damit also eigentlich mache, ist, ich schreibe Standardprogramme und die haben jetzt zusätzliche Annahmen, nämlich sowas wie, es gibt eine REM-ROM-Trennung, hier und alot sind REM-Operatoren und zusätzliche Annahme Komma und C-Komma sind ROM-Operatoren. Und damit kann ich dann Programme schreiben, die zusätzliche Eigenschaften haben, nämlich, dass ich sie problemlos auf REM-ROM-Systeme übertragen kann. Und ich kann das Ganze natürlich auch hier, anstatt das Fetch zu machen, kann ich auch Constant schreiben, das nur als Seitenbemerkung. Anderes Problem ist, dass das Does, ja, also das Create erzeugt ein neues Wort und das Does ändert seine Bedeutung. Und das geht in vielen Flash-Systemen nicht. Und deswegen ist typisch, dass man in diesen Systemen anstatt create builds schreibt. Das lässt nämlich die Bedeutung des neu erzeugten Worts noch offen. Und einmal initialisieren, das darf man eben. Und dann bekommt das Wort eben die richtige Bedeutung. Also von keiner Bedeutung zu der richtigen Bedeutung ist möglich. Aber von der create-Bedeutung, was ja heißt, verhalte dich wie eine Variable, liefere die Adresse,
hin zu eine andere Bedeutung ist eben in vielen Systemen nicht möglich, weil ich das Flash zwar von dem gelöschten Zustand einmal programmieren kann, aber eben nicht abändern kann, wenn schon Werte drin sind. Gut, damit bin ich am Ende angekommen und vielleicht können wir ja noch Diskussionen führen. Ich habe jetzt 4 Minuten über die Zeit. Ja, vielen Dank, Uli. Gibt es eine schnelle Frage? Gibt es eine langsame Frage? Okay, ich glaube, es hat allen der Vortrag gut gefallen. Ich habe nur eine ganz lange Frage und die möchte ich jetzt nicht hier verschwenden. Workshop. Genau, ich glaube auch, dass das wirklich spannend für den Workshop ist. Gerade weil du Buffercolon als Beispiel gebracht hast. Aber gut. Ja. Gut, dann würde ich jetzt vorschlagen, Uli, vielen Dank nochmal für den Vortrag. Gerne. Auch an dich, Jörg. Sorry, dass wir jetzt keinen Applaus gemacht haben. Stell dir einfach vor, dass wir begeistert jubeln und so für das Ganze.